FCH TV auf YouTube, Heimsieg gegen Stuttgart 2. Jürgen, du kannst heute zufrieden sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, wenn wir das umsetzen, was wir letzte Woche schon gespielt haben, ja, und heute haben wir noch eine Steigerung gesehen, denke ich mal, gegen eine sehr gute Stuttgarter Mannschaft. Ja, aber haben sie nie so richtig ins Spiel kommen lassen. Haben dann auch verdient das 1:0 gemacht, waren erste Halbzeit überlegen, haben ein paar gute Konterchancen noch gehabt oder Spielzüge. Und ja, zweite Halbzeit, der Doppelschlag, dann hat uns natürlich sehr gut getan. Es war eine gewisse Vorentscheidung. Und dann hat man noch 3, 4 andere Möglichkeiten, wenn wir den noch sauber ausspielen, das zu erhöhen. Wichtig war, 0:0 gespielt und von dem her ja, hat diese Mannschaft sehr gut gemacht heute. Thomas Steinherr hat auf der linken Seite gespielt. War das so beabsichtigt, dass er dann reinziehen kann? Ja, Tommy ist eine Position, ist auch linke Seite. Er ist zwar Rechtsfuß, aber er spielt gerne links. Ja, eben durch die Situation, dass er auf seinen Rechten gehen kann. Ja, und ja, hat er gesehen. Ja, über 90 Minuten reicht es noch nicht, aber er hat die Ansätze gesehen, wenn er da ist. Natürlich immer für Überraschung gut. Am Dienstag geht es schon weiter gegen SV Elversberg. Wie sehen jetzt die nächsten Tage vom Training her aus? Haben die Jungs frei? Ja, wir werden regenerieren, Behandlung morgen haben, dann Sonntag, Montag Training, ganz normal. Ja, ist zu kurz die Phase, um groß frei zu machen. Danke, Jürgen. Bitte. Ja, Thomas Steinherr. Thomas, zweites Spiel, erstes Tor. War das Absicht? Ja, würde ich schon so sagen. Ich habe die lange Ecke anvisiert. Wollte natürlich, dass der Ball natürlich dann so einschlägt. Das ist immer ein bisschen auch Glück dabei. Aber der Ball sollte schon dahin. Und natürlich bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich der Mannschaft mit dem Treffer helfen konnte. Ganz klar. Es waren wieder brütend heiße Temperaturen. Wie war es für dich auf dem Platz und wie fandest du das Spiel? Ja, ich muss gestehen, die erste Halbzeit war brutal intensiv, wo dann die Sonne weg war, ging's. Aber Stuttgart hat es auch sehr, sehr gut gemacht, sehr ballsicher. Wir mussten sehr viel investieren, sehr viel gegen den Ball arbeiten. Das war uns aber auch klar. Hätten vielleicht in der ersten Halbzeit vielleicht ein paar Mal ein bisschen ruhiger spielen müssen, länger den Ball halten. Das haben wir zweite Halbzeit hervorragend gemacht. Aber wie gesagt, wir sind sehr, sehr zufrieden. 3:0 im ersten Heimspiel ist ein super Ergebnis. Und das können wir heute und morgen noch genießen und dann geht es schon weiter mit Elversberg. Danke, Thomas. Bitte. Ja, Patrick, 3:0 Heimsieg, 2 Treffer von dir. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben, auch in der Höhe verdient gewonnen haben, weil wir auch einfach die Torchancen heute besser ausgespielt haben und dann genutzt haben, eiskalt. Du warst alleiniger Stürmer. Wie anstrengend ist es bei den Temperaturen vorne, den Gegner eigentlich alleine anlaufen zu müssen? Ja, ich bin ja jetzt nicht die alleine angelaufen. Ich hatte ja Unterstützung von Paddy Lienert und Gaetano. Ich denke, dass wir das auch ganz gut hingekriegt haben. Dass wir die nicht immer zukriegen, ist auch klar, weil die spielerisch auch einfach eine Qualität haben. Aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht heute für das Spiel. Du hast 2 Treffer gemacht. Was war in dem Moment emotionsmäßig bei dir los, bei dem ersten Treffer? Ja, ich denke einfach, dass es für uns alle, nicht nur für mich, auch eine riesen Erleichterung war, weil wir halt auch wussten, wenn wir es 2:0 nachlegen, dass es auch einfacher für uns wird. Und ja, einfach eine riesen Erleichterung, dass wir heute das Spiel gewonnen haben. Patrick, ich danke dir. Ab unter die Dusche. Danke.